Kfz-Profi Yunus Ograk ist in Witten unterwegs zu Vanessa und ihrem Cabrio. Vanessa hat mich gerade angerufen und sie hat einen Peugeot 207 CC, ist ein Cabrio. Sie hat aktuell ein Problem, dass die Lenkung nicht geht und eine Fehlermeldung steht, Servolenkung defekt. Was es ist, kann ich nicht sagen. Ob das ein Keeper wird oder ob das schon reicht, dass es ein Kicker wird, werden wir gleich sehen. Das weiße Peugeot Cabrio 207 CC wird von Vanessa liebevoll Snow genannt. Snow ist 14 Jahre alt, hat gut 150.000 Kilometer auf der Uhr und der TÜV ist fällig. Vanessa! Hi! Wie kommst du hier hin? Warum steht das Auto hier und nicht vor deiner Haustür? Ja, ich habe gestern hier ein bisschen gefeiert. Okay. Und wollte das Auto heute jetzt abholen, aber irgendwie lenkt er nicht richtig und dann kam auch das Piepen und Servolenkung defekt stand dort. Ja, aber Lenkung in dem Sinne macht er gar nichts, oder? Er macht es ein bisschen, aber sehr, sehr schwerfällig. Sehr, sehr schwer. Okay. Gut, darf ich das mal ganz kurz anschauen, ja, bevor wir weitermachen hier? Dann gucke ich mir das mal an. Minus 4.800 Service fällig. Ich weiß. Der Motor startet gut. Und hier steht auch Servolenkung defekt und oh! Oh! Okay, dafür braucht man einen 50er Bizeps. Oh, Turbolader, ölig. Mhm. Ja, aber der verliert schon viel. Du hast den seit gestern hier? Ja, richtig. Das ist, glaube ich, von dir. Aha. Ansonsten sieht er gut aus. Natürlich, ja. Gebrauchsspuren kann er haben. Bremsen sind gut, Reifen sind gut. Aber Dach und so ist alles dicht, ne? Vanessa? Das Dach? Ja. Das also, geht nicht auf. Das geht auch nicht auf. Nein. Du weißt, wenn ich den verkaufe als Cabrio, ich sage, ich hab ein Cabrio. Der fehlt nur Öl. Servolenkung funktioniert nicht, Dach geht auch nicht. Dach hat einen Motor, dann hat der aber sehr viele Mikroschalter. Das heißt, jetzt einmal nur ein Beispiel. Ist am Tür ein Mikroschalter kaputt oder der Türschalter kaputt, geht das Dach nicht auf. Ist ein Fensterheber kaputt, der hat auch einen Mikroschalter, geht das Dach nicht. So viele Sachen, so komplex das Ganze. Also das Dach ist eine Kunst für sich. Wenn wir die Servolenkung hinkriegen, mhm, Turbo hinkriegen, also Ölverlust, mhm, Service, TÜV, wärst du dann einverstanden damit, dass dein Dach immer noch nicht funktioniert? Ja. Echt? Ja. Wie viel Geld hast du noch? Ja, also, ich würde den gern retten, aber natürlich nicht um jeden Preis. Wie viel Budget hast du, Vanessa? 1,5, maximal bis 2.000. Okay, mhm, okay. Und was für ein Auto? Wieder ein Peugeot. Wieder ein Peugeot? Okay. Wenn ich den Wagen jetzt, ich sag mal, wenn ich gut bin, mhm, ich sag mal 1.500, 2.000 Euro dafür kriege, um 4.000 Euro ein Auto zu finden, wird ein bisschen schwer. Mhm. Ich guck mir den mal an, mhm, und dann bin ich mal gespannt, ob ich damit nach Hause komme. Also solange du viel geradeaus fährst, alles gut. Vanessa, wir sehen uns dann. Wir sehen uns. Ne? Ciao. Ciao. Ja, am liebsten wäre es mir natürlich, Snow zu behalten. Nach dem, was ich jetzt von Yunus schon mal gehört habe, ist das natürlich schon eine Sache, dass ich das nicht um jeden Preis machen würde. Ne? Unterdessen hofft Yunus, dass er nicht liegen bleibt. Denn auch bei seinem Kandidaten ist Öl ein Thema. Ja, drücken werden wir natürlich jetzt nicht, weil der verliert unheimlich viel Öl, so wie es aussieht. Und ein Turbolader Öl verlieren, nicht drücken. Fahrwerkstechnisch muss ich sagen, der lässt sich gut fahren. Ich habe keine auffälligen Geräusche, das ist gut. Da sieht man erstmal, was so eine Servopumpe für eine Arbeit macht hier. Aber was ich nur weiß, dass ich heute auf jeden Fall nicht mehr trainieren brauche. Ja, hallo. Kathi, ich habe was Wunderschönes mitgebracht. Traumhaft. Ist traumhaft, ne? Wenn du schon so kommst. Lenkung funktioniert nicht. Ölverlust, aber was für ein Ölverlust, das ist Wahnsinn. Und wir haben keinen TÜV mehr. Okay. Dach funktioniert auch nicht, aber Dach können wir jetzt nicht machen. Weil wir haben nur 2.000 Euro Budget.
Okay. Ne? Deswegen können Yunus und Kati nur die TÜV-relevanten Probleme angehen. Zumindest solange diese sich im Rahmen halten. Oh mein Gott. Du stehst hier eine Minute. Der verliert unheimlich viel Öl. Aber schau mal, das kommt ja alles von da oben. Hm, vom Turbo, ne? Richtung Turbo. Kann das die Ölleitung sein, die da ist? Ich hoffe es, weil das ist das Günstigste. Ansonsten, wenn das der Turbo selber ist, dann haben wir ein Problem. Ach, guck mal. Wahnsinn. Es ist sehr, sehr gefährlich. Ne? Wir sind genau Auspuffbereich. Ja, ja, ja. Deswegen stinkt der innen auch so, ne? Ja, ja. Ich bin nur ein paar Meter gefahren und es hat voll gestunken. Ich stell mal vor, du fährst in Eis. Ja, dann viel Glück, ne? Das Problem ist, dieser Krümmer wird zwischen 800 und 900 Grad heiß, je nachdem, wie man fährt. Also wenn man alles abverlangt vom Motor, kann das Ding irgendwann anfangen zu brennen. Und wenn ein Öl einmal anfängt zu brennen, dann kriegt man das nicht gelöscht. Das ist Wahnsinn. Das ist gefährlich. Sehr gefährlich. Aber sonst macht der wirklich einen guten Eindruck, ja? Ja. Vielleicht ist es ja nur eine Leitung oder so. Meinst du? Und dann Öl, meinst du? Mit dem Öl. Wenn es nur die Ölleitung wäre, sollte die Reparatur kein großes Problem werden. Oh, da kommt aber einiges an Öl raus, ne? Soll ich ja mal starten, Kathi? Ja, starte mal. Und du guckst, ob du was siehst oder nicht. Ich bin nur mal gespannt. Hast du schon mal sowas gesehen? Guck dir mal die Stelle hier. Das ist die Zulaufleitung für Turbolader. Jetzt achte, wenn ich jetzt starte. Jetzt achte mal, was da passiert. Ja, der geht automatisch raus. Bei Peugeot haben die das so gemacht, dass die Leitung halt gebörtelt ist und gepresst ist. Aber die lässt sich noch bewegen. Und das Problem ist, irgendwann schlägt das aus. Weil wir haben ja Druck am Motor. Es wird heiß, wir haben Druck und so weiter. Und der ist dann schön ausgeschlagen und hier verliert er das ganze Öl. Und was passiert? Natürlich sehr starken Ölverlust haben wir. Und das ist natürlich gefährlich, weil das Auto natürlich irgendwann brennen kann. Immerhin, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und das Beste ist, die Problemlösung ist kostengünstig. Ja.